Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Wir sind ja auf der Suche nach Latouche und müssen noch zwei Versteckkills machen. Ganz wichtig. Aber wie kommen wir jetzt zu dem hin? Wo ist der überhaupt? Hier scheint offensichtlich nicht. Da müssen wir uns wohl langsam vorarbeiten hier durch das Haus. Sind einfach irgendwo eingestiegen. Geht's hier überhaupt nicht runter? Unter Tiberius war die Huldigung Brutus ein Verbrechen. Ach, hier ist Latouche. Tode bestraft wurde. Caligula verdammte zum Tode, wenn er Sakrileg beging, sich vor dem Bild des Herrschers zu entblößen. Als die Tyrannei das Verbrechen der Majestätsbeleidigung erfand, wobei es sich um belanglose oder heroische Taten handeln konnte, wer hätte da noch zu glauben gewagt, er würde mit einer milderen Strafe als dem Tod davonkommen. Machte er sich doch derselben Straftat schuldig. Ich muss mich um meine Geschäfte kümmern. Was der Fanatismus. Da haben wir es beide. Aus der monströsen Vereinigung von Unkenntnis und Willkür. Es wird sich alles klären. Das schmeckt nicht. Der Plan ist viel zu unsicher. Und wir dürfen auch Lafreniere nicht außer Acht lassen, der uns alle ans Messer liefern will. Ihr habt es noch nicht gehört? Was gehört? Lafreniere ist tot. Seit Stunden, ja. Assassinen. Das wäre zu praktisch. Ah, so ist das mit den Assassinen. Zeigt ihnen eine Templerverschwörung und sie fragen nicht lange, sondern schlagen sofort zu. Sie sind schön berechenbar. Kommt, okay. Wir holen den Kapitän und beginnen. Wir haben echt Kapitän oft eingedeutscht. Ich brauche eine Antwort, Freund. Gibt's denn hier oben? Na los, rede schon! Kommt er jetzt hier? Ich habe eine einfache Frage gestellt. Sag mir, was ich wissen will. Ne, der kommt nicht, ne? Tick, tack, Freundchen. Ne. Kommt doch. Doch nicht ohne die Schweren. Dann machen wir auf die Tür. Ach Leute, mach ich... Was zur... Das sollte er eigentlich nicht machen. Das war übelst unnötig. Komm ich da jetzt rein? Komme ich da jetzt rein? Er macht die Tür auf. Ah. Mensch, kannst du dich jetzt mal... Mach die Tür doch nicht auf! Mach die scheiß Tür auf, Mann! Ich will da rein! Ja. Gut. Ich hab Latouche verfolgt. Da steht er. Und nun?
kann noch Etage runter, oder? Ob ich da vielleicht reinkomme? Mensch, Arno, du machst manchmal einen Scheiß. So. Gehen wir nochmal die ganzen Shit hier hoch. Zack. Zack. Jetzt ist er. Der Junge. Kann der vielleicht mal weggehen von der Tür? Vom Fenster. Ist die Scheiße buggt? Muss es normal machen, hilft dir nichts. Ich glaube, das ist buggt gewesen. Wie spät es heute werden wird? Keine Ahnung. Wenn Politiker einmal reden, hören sie so schnell nicht wieder auf. Na, dann seid ihr fertig? So gut wie. Das Problem ist, ich kann das den ganzen Tag machen. Aber du? Du hast vielleicht noch eine Stunde, höchstens zwei. Eine halbe mit den scharfen Werkzeugen. Also, warum lassen wir nicht die Spielchen und kommen zum Punkt? Sag mir, wo es ist, und du hast es hinter dir. Wie war das? Ihr seid sehr klug. Rui, macht hier sauber, schnell. Komme sofort. Ihr habt das Wiesel gehört. Okay, die haben den jetzt umgelegt. Warft ihr ihn wirklich aus dem Fenster? Abfall gehört in die Gosse. Fahrlässig. Jemand hätte es sehen können. Wer? Meine Jungs überwachen hier alles. Jeder gute Samariter wird's bereuen. Das hoffe ich. Der ich hol euch nach. Wie viele sind das hier noch? Verdammt! Das waren alle. Müssen der Tusch weiter verfolgen. Wo ist der denn hin? Wir brauchen aber noch zwei Stealth-Kills. Shit. Ach, scheiß drauf. Gib dir Deckung! Okay, zwei Stealth-Kills haben wir also verkackt. Treffen zu belauschen, welches Treffen? Das. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. In einem Atemzug verschwört er sich gegen die Revolution. Im nächsten verspricht er bei ihrer Umsetzung zu helfen. So. Ups. Die Informationen an die richtigen Männer weiterleiten. Natürlich, Großmeister. So, offen das Ding. Große Taten erfordern Geduld, liebe Freundin. Wenn Paris noch etwas länger leiden muss, um die Welt umzugestalten, dann muss es so sein. Warum beseitigen wir ihn nicht einfach? Einer meiner Männer, ein Messer, eine dunkle Gasse, ein Kinderspiel. Wir brauchen einen Sündenbock, Kapitän, keinen Märtyrer. Übt euch in Geduld.
Bei allem Respekt, Großmeister. Geduld ist schön und gut. Doch je länger wir warten, desto größer die Gefahr der Entdeckung. Die Assassinen fanden Sivert und den Roi de Thun bereits. Sivert und der Roi haben ihren Zweck bereits erfüllt. Ihr Ableben ist zwar unerfreulich, aber kein Hindernis. Und die Assassinen haben ihren Nutzen unter guter Führung schon bewiesen. Was ist mit de la Serres Brut? Wenn sie die alte Garde um sich scharen kann, wird sie zu einer Gefahr. Darüber macht euch mal keine Sorgen. Wieso nicht? Mademoiselle de la Serres macht sich bald auf den Weg zum Hotel Voisin, zu einem Treffen mit Monsieur Lafreniere. Leider kann Monsieur Lafreniere ihr nichts mehr sagen. Elise. Okay. Die wollen also in unsere Ische. Großmeister. Doch ihr hattet auch schon Reibereien mit den Assassinen. Bei allem Respekt. Euer Glück kann nicht ewig währen. Wohl wahr. Dann überlasse ich die Ausführung unseres Planes euch, meine Damen und Herren. Ich werde mich ins Sanktuarium zurückziehen und auf die letzte Phase warten. Das ist alles Mist. Mist, sage ich. Ich verdreifache die Wachen. Wie ihr wünscht. Möge der Vater des Verstehens euch leihen. Komm schon, wir sperren hier unten zu und gehen was trinken. So, die hast du weggemacht. Okay, wie kommen wir jetzt hier raus? Stopp den Spion der Royalisten! Hier treibt sich ein Spion herum! Ausgänge sicher! Der Spion wird versucht zu fliehen! Versuche nicht nur zu fliehen, ich werde fliehen. Was war das? Was war das? Was ist denn mit dem Affenjungen da drüben los? Nein, nein, nein. Leute, wie viele seid ihr denn? Rauchbombe ist immer gut. Wie sind sie noch hier? Aua. Du brauchst hier keine Bombe schmeißen, Junge. Vor allem keine Blindgranate. Bringt nämlich eh nix. Zack. So. Presse. Ist das Fenster jetzt zu oder was? Okay. Ist das auch zu? Ne, das ist offen. Hinter den Spion! Hab ich immer noch nicht den Doppelluftattentat? Beide erledigt. Können wir jetzt abhauen hier. Fangt ihn! Weg sind wir. Den schaffen wir, ne? Ah, shit. Geht langsam die Dietrich aus. Zack. Zack. Schön ist drin, ne? 1500, naja, okay. Kann man nehmen. Jetzt will ich aber wissen, was das hier für eine Mission ist da. 700 Meter. Müsste dann die sein. Die Show stehen. Schlafzimmergeheimnisse einer berühmten Schauspielerin rauben. Das interessiert mich ein Scheiß, mit dem die rumvögelt. Warum wird mir das so hervorgehoben? Na gut, scheiß drauf, machen wir das halt. Ach, jetzt ist ja kein Sperrgebiet mehr. Kann ich einfach durch. Jedes Mal, wie oft wirst du beklaut? Halt, hier bin ich eigentlich nicht hoch. Aber das war vorhin doch buggt. Wusste ich's doch.
Mensch Arno, du nimmst aber auch immer den dümmsten aller Wege. So, 600 Meter noch, ist ja nur noch ein Katzensprung. Haben wir ja gleich geschafft. Nur um dann irgendeine Scheiße zu machen. Hier unten gibt es wieder Metzeleien. Die sind uns jetzt aber gerade mal egal. Selbst wenn wir einen davon töten, wird Paris trotzdem kein besserer Ort. Obwohl. Kommt doch an, wie viele wir töten. Aber wir haben schon Ärger gekriegt, weil wir einen anderen getötet haben, der nicht von unserem Rat abgesegnet wurde. Wenn wir denen erzählen, wie viele wir so schon getötet haben, oh. Die schmeißen uns eiskalt aus dem Orden. Ah, Entschuldigung, leider. So, gleich da. Bisschen Kletterweg. Leichteste Übung für unseren Arno. Genau, fegt mal ein bisschen deine Straße, macht mal ein bisschen Platz hier. Leute! Die Leute stehen aber wirklich im Weg hier. Wo sind wir hier überhaupt gerade? Kommt mir nur bekannt vor, diese Stelle. Oder dieser Fleck. Arno, hallo. Hallo. Ja. Komm hierher, du kleiner Scheiße. Geht deine Weg, Exekuteur. Was denn jetzt? So. Schön, danke, Leute. Das sind meine Lieblingsbürger, die helfen. Hier sind noch ein paar Rotröcke. Was wollt ihr denn von mir, ey? Wurde nicht mal angequatscht. Manchmal frage ich mich echt, was die für Probleme haben, die Leute. So, warum wird es denn jetzt hier vorgehoben? Das ist hier schon wieder Phase. Hör mal auf hier, ey. So, hast du mir zum Schweigen gebracht, den Jungen. Ich bin Sanson, der offizielle Strafrichter. Nee, das kannst du vergessen. Nö. Also am besten, nö. Nein! Vergiss es, Junge. Deine offizielle Scharfrichter-Scheiße ist mir kackegal. Gibt's hier keinen Schnellreisepunkt? Schön. Schön! Scheiße. Soll ich wieder so weit zurücklatschen oder was? Oh nee. Na gut, Leute, wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge, wenn ich dann da angekommen bin. Haut rein, bis dann, tschüss!